Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Drogendreader-Simulator. Mein Name ist Kato de Kalle Koschinski und ja, ich bin ja immer noch bei den SB Outlaws angestellt und jetzt als Undercover-Pilot jetzt hier unterwegs, um ein paar Investigationen zu betreiben. Verstehst du, wie ich meine? Beim letzten Mal ist ja einiges schiefgelaufen hier in meinem Debüt, quasi in diesem Atelier oder wie man das nennt. Wie nennt man das? Milieu. Man hat mir gesagt, das heißt Milieu. Milieu. Ich wäre auch gern Millionär. Egal. Nun ist es so, letztes Mal haben wir es nicht hingekriegt, die Päckchen zu verpacken. Und da bin ich auch ganz ehrlich, da war ich ein bisschen blöd im Kopf. Aber da haben wir jetzt mal ein bisschen recherchiert, ein bisschen geprobt und ein bisschen geübt. Ihr seht schon, da hinten liegen schon wieder einige Pakete. Wir haben hier schon einiges bereitgestellt, ein paar Gefäße. Letztendlich ist es so, wir werden natürlich hier die anderen Aufträge nochmal machen. Vor allem müssen wir Eddie mal unsere Kohle zurückzahlen. Also seine Kohle vielmehr. Und da werden wir natürlich jetzt komplett hard engaged. So, jetzt gehen wir erstmal an den Laptop ran. So, ich musste das Ganze übrigens ja nochmal neu spielen, weil es am Ende ja so einen kleinen Zwischenfall gab, weil ich nicht speichern konnte. Hier nochmal eine kleine Rückblende. Ah, kann ich jetzt speichern? Ja, und deswegen mussten wir das Ganze jetzt hier nochmal machen. Verstehst du das? Wie ich das meine? Unnormal belohnend. So. Achso, Eddie, du willst mal seine Kohle haben. Die haben wir gesagt. Ich habe das Geld. Habe ich aber gar nicht. Das müssen wir gleich nochmal erst besorgen. Aber ich hoffe, dass wir hier so langsam fündig werden. Ich sag dem jetzt, Attacke, kein Problem. Und deswegen müssen wir natürlich jetzt hier mal an unsere Docking Station. Und dann werden wir im Labormodus jetzt hier unnormal rechte Maustaste drücken, Produkt verpacken. Und der sagt jetzt, er braucht einen Zweier. Und dann sage ich, let's go und rein damit. So. Und jetzt können wir nämlich auch speichern. Und das nennen wir jetzt natürlich komplette Ehre, Alter. Verschrieben, du Scheiße. Und ab dafür. So, jetzt gucken wir auf unsere Karte. Und Noah, der sitzt hier direkt vor der Tür. Das ist nice. Der soll uns mal direkt das Money geben. Здравствуйте. Вы дилер? У тебя есть наркотики? Ich habe das Dope. Bitte nimm das Dope und gib mir sehr viel Geld. $20, das ist nicht genug. Wir brauchen mehr Aufträge. Apropos Aufträge, ich habe mich ja mal schlau gemacht. Hier im Organisierer gibt es natürlich einige Aufträge, Tasks, Quests, die man noch erledigen muss. Da werden wir natürlich uns auch natürlich noch drum kümmern. Ist ja ganz klar. Ich würde jetzt gern die Ibu nehmen. Wir nehmen mal so eine 1-Gramm-Paket und dann gehen wir mal los und suchen uns eine Person, der wir mal hier was unterjubeln können. Die Frau, guck mal, die hat ein Fragezeichen. Die hat ein Fragezeichen. Das ist gut. So, Fremder. Ach, ist eine Frau. Ist ein Mann. Was erzähl ich da? Hier, ich habe ein Geschenk für dich. Nimm. Und akzeptiere. So, der raucht das jetzt und dann ruft er mich an und sagt, Koschinski, das war mega geil. Bitte mehr davon. Das ist Eddie. Problem ist nur, ich habe die Kohle nicht. Ich spreche trotzdem mal mit ihm. Vielleicht hat er Legend Soundwear, Stupid T-Shirts. Oh, Telefon. Moment. Ich habe eine neue Nachricht. Oh, ich wollte dich nicht anleuchten. Sorry. Ich habe das Geld halt noch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe das Geld schon. Aber dann habe ich Drogen gekauft und dann hatte ich kein Geld mehr. Eddie. Hast du kein Verständnis dafür, oder? Ja, gut. Ah! Polizeipatrouille? Oh weia, da habe ich mich auch ein bisschen verjagt jetzt. Am Tag wird dich manchmal die Polizei anhalten und überprüfen, wenn sie meinen, du seist verdächtig. Verschiedene Variablen sind hier wichtig. Verhalten, Aussehen, ein Rucksack oder die Kriminalität in der Nachbarschaft. Versuche dich ruhig zu bewegen in der Nähe einer Streife und laufe vor denen nicht weg. Naja, es sei denn, du hast ein Kilo Kokain in den Shorts, dann solltest du schon laufen. Ich soll also ruhig bleiben, nicht weglaufen und mich nicht auffällig verhalten. Die Police, Alter, die Police. So, jetzt such mich doch mal. Ich laufe hier rüber. Das könnt ihr nicht, ne? Ah! Oh mein Gott, sind die schnell. Oh, muss ich schnell los. Ah! Oh! Ah, das zimmert aber. Was ist jetzt mit meinem Rucksack? Gut, das Geld habe ich noch. Den Rucksack habe ich noch. Dann läuft doch alles. Oh, jetzt müssen wir hier an Eddie vorbei. Hey, Eddie, sorry. Ich kann gerade nicht. Rain. Nimm. Katsching, Alter. Wir gehen nochmal zu dem Punkt, markiere das Gelände. Oh, vielleicht können wir da einfach mal die Sprühdose benutzen. Ey! Ey! Wieso läuft die vor mir weg? Ich hab doch Drogen für sie. Aha. So, F gedrückt halten, Spray-Symbol.
Geil, jetzt haben wir da schön einen reingespielt. Keep in mind. Gaining respect is one thing, keeping it is another. Respect in neighborhood slowly drops in time. So don't forget to keep those sales flowing. Yeah, man. Low respect is less sales is less money. And less money is, well, it just sucks, okay? Also Bruder, ich fühl das. Also tief in meinem Inneren habe ich das emotionally in mich aufgenommen. Ich verarbeite das gerade noch. Es ist eine Scheiße. Ich hoffe, das ist kein Spitzel von der Polizei oder so, ne? Wer weiß, ich bin ja selber undercover. Das wissen die aber nicht. Вы наконец там. У вас есть что-нибудь? Hier, nimm das Zeug. Geil, und jetzt tschüss. Sieht krass aus, ne? Oder? Du willst du Drogen? Ich hab welche für umsonst. Du, das kostet gar nichts. Bleib doch mal stehen. Hey, 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 hey. Ты плох в видеоиграх? Оставь меня в покое. Oh, da wird geschossen. Wenko weiß ich, Alter, der zieht sich auch einen rein den ganzen Tag. Weil ich war jetzt schon dreimal bei dem. Was macht der? Das ist Sonntag und der hat schon dreimal Drogen bestellt. Wayne, kurze Frage, ist alles in Ordnung bei dir? Kann ich dir irgendwie helfen? Gut, rein damit. Jetzt gib mir das Money. Wir brauchen immer noch ein bisschen Cash. Oh, ich habe Skillpunkte verfügbar. So, ich habe natürlich so ein bisschen auf Verkäufer gemacht. Vergrößert die Preise, die du für das Produkt verlangen kannst, damit auch die Zahl der Verkäufe steigt. Upgrade, Upgrade. Wir wollen natürlich Money ohne Ende machen. Level 3. Übrigens wurde ja gesagt, ich soll 3 Wände bemalen. Welche müssen wir hier noch bemalen? Öffne den Stromkasten. Ich kann da Sachen verstecken. Aber das mache ich nicht. Ich bin ja nicht dumm. So, gemacht. Oh, ich kann hier aufbrechen. So, ist offen. Toll. Hier ist ja gar nichts drin, du. Und nochmal. 20 Minuten später. Hier ist ja überall nichts drin. Warum breche ich denn hier überall ein? Oh, hier ist eh schon auf. Alles klar. Kann hier mal irgendwo was drin sein? Was ist das denn für Müll? Wo bin ich hier gelandet? Was für ein Ghetto, Alter. Ey, ich breche hier in 5. Und dann ist da nicht mal was abzustauen. Ah, guck mal hier. Yo, Paul A. Kuchupanka. Hallo. У тебя есть то, что я хотел. Hier, du willst doch einen buffen, Alter. Hier, gönn dir. So, das hätten wir. So, wie ist denn das jetzt? Ich muss irgendwie powdern. Ich kann mit der Ibo irgendwie noch nichts anfangen. Ich habe jetzt hier ganz viel Ibo. Aber irgendwie kann ich mit denen gerade nicht so wirklich meine Drogen strecken. Und dann werden wir jetzt hier ganz schnell abklappern. Und zwar rapido. Du, ich bin hier richtig heißes Gerät gerade. Ich habe ordentlich was dabei. War super, ne? Und rein damit. Sollte ich vielleicht mal auf andere Substanzen umsteigen, du. Das Geschäft läuft. Die Polizei ist gerade nicht da. So. Hier, bitteschön. Also das Money, das kommt langsam rein, ne? Hier, nimm du mal die. So, wir müssen den Respekt hier einfach erhöhen. Ich hoffe mal, dass wir dann das nächste Gerät bekommen. Also den nächsten Bezirk. Und dass wir dann nochmal neue Aufgaben bekommen. Das wird ja wohl nicht das ganze Game jetzt hier sein, oder was? Du kannst auch nochmal den gebrauchen hier. So, und rein damit. So. So, jetzt habe ich hier Erfahrung voll, oder was? Oder wie? Naja. So, hier nochmal eben ausliefern. Da, den Bums. Guck mal, jetzt habe ich auch einiges an Kohle wieder in der Rüstung. Und tschüss. Gehen wir wieder zu Eddie, wenn wir wieder Geld haben. What is this shit? Hey, у тебя есть что-нибудь для меня? Hast du was für mich? Ja, hier ist das Geld. Hier, Tschüssikowski. Ja, und jetzt? Levelaufstieg. Toll. Eddie, was ist das für ein Leben, was ich hier lebe? Ich sag mal so, das ist hier alles eine nicht ganz ausgereifte Geschichte, du. Hier mit dem ganzen Kartell und so. Ich dachte, ich soll hier Leute überführen und irgendwie undercover Kuschinski sein. Deswegen sehe ich doch auch aus wie so ein Lumpensack, Alter. So, da machen wir natürlich wieder ganz, ganz entspannt. Da machen wir jetzt 5 2-Gramm-Pakete und ein 1-Gramm. Ein. Entschuldigung. So, wo hat sich Dwayne versteckt? Dwayne, ganz ehrlich, ich mache mir Sorgen um dein Leben, um dein Life, um deine Gesundheit. Ich bin ja nicht umsonst bei der Pulli. Ich bin ja nicht umsonst hier dein bester Freund. Aber ganz ehrlich, das langt langsam. Ich meine, die Pakete werden immer größer. Aber mach mal einen ruhigen, oder?
Sack. Also es macht die ganze Zeit Katsching, Katsching, Katsching in die Büchse rein. Polizeistunde startet gleich. Ich werde jetzt mal nochmal zur Tankstelle gehen und ein bisschen Backpulver mir genehmigen. Oder Waschpulver. Ich meine, das bleibt ja auch sauber dann, das Zeug, ne? Ist ja auch gut für den Magen. Das reinigt ja auch von innen dann. So, ich möchte jetzt in den Labormodus. Erstmal Waschpulver und Drogen. So, dann in den Labormodus. Ah, ich brauche so ein Mix, so ein Powderzeug. Use a mill first or choose a powdered additive. Ich mache jetzt immer so 1 Gramm rein. Dann kann ich jetzt hier nicht... Ich brauche ein Equipment. Scheiße. Ding dong, motherfucker. But we the bad guys. We don't give a fuck. The police do, though. Was ist das doch? Stimmt irgendwas nicht? Ja, du bist ein Lappen. Dann kriegst du das halt. Seid ihr doof oder was? Mach doch mal die Augen auf! Hey, die wollen mich schon schön nehmen. Okay, move, Allah. Jetzt aber schnell. Alter, der ist so schnell. Ray! Nimm die Drogen, schnell! Ah!